Guten Morgen. Wir frühstücken gerade, also die Kinder. Wir haben es 20 vor 10. Mein Frühstück, ein Glas Mezzomix ohne Zucker. Ich kann so früh morgens eigentlich noch nichts essen. Ja. Das ist dein Morgenessen. Das ist mein Frühstück, ne? Ja, ich hatte hier gerade eben schon so einen kleinen Anfall. Wir haben nämlich gerade schon das Zimmer aufgeräumt, weil das Zimmer mega schlecht aussah. Es war, lag alles rum, jetzt haben wir erstmal aufgeräumt und wir haben eine neue Regel, ne? Also, wenn wir jetzt, wir können noch weiterspielen und wenn wir jetzt was anderes spielen wollen, müssen wir das wieder wegräumen. Genau, erstmal das wegräumen und dann kann man sich was Neues holen und nicht, wir schmeißen alles auf den Boden und Mama räumt das auf, ne? Das Spiel spielen wir nicht mehr. Ja, und wir malen noch so ein Zeichen, da, wo alle Sachen drin sind. Ja, also ja. So ein Körbchen, wo alle Sachen drin sind. Ein paar Spielzeuge. Ja, wir wollen auf jeden Fall nochmal zu Ikea fahren, aber ich weiß halt nicht genau, wann wir das schaffen. Heute? Ja, aber heute Vormittag schaffen wir es nicht, weil Ben ja schon fast wieder ins Bett muss. Das geht nicht. Vielleicht machen wir es mal nachmittags oder so. Weiß nicht, mein Ohrring fällt fast raus. Ja, mal schauen, wann wir das schaffen, weil ich wollte ja da hinten in der Ecke, in der Ecke wollte ich ja so ein Kallax-Regal hin haben. Und unten müssen wir mal gucken. Ich muss auch nochmal zu Bauhaus und die Küche von mir und Ben irgendwie noch mehr kindersicherer machen und dass da einfach Schubladen zu sind, weil Ben holt zum Beispiel immer, ich habe jetzt so Kisten, wo dieses ganze, ja, die ganzen Lebensmittel drin sind, zum Beispiel diese Pizzastücke und sowas und eine Zwiebel und ein Messer und ein Löffel und sowas und gleich mir. Und Ben schmeißt es einfach mal alles raus und es geht halt nicht, ne? Ich möchte auch was dazu sagen. Und meine Stifte. Ja, für deine Stifte müssen wir auch eine bessere Regelung finden, ne? Weil da oben, da holt er sich die raus. Ja, keine Ahnung. Und dann brauchen wir noch ein paar Regale für Mias Zimmer und deswegen weiß ich nicht genau, wann wir es schaffen. Ja, ich muss ja noch YouTube machen und ich bin ja jetzt übrigens so, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, also ich filme heute und morgen kommt das Video schon online. Also ich, alles, was ihr jetzt seht, ist gestern passiert quasi. Ja, ich lasse die Kinder jetzt erstmal weiter frühstücken, dann dürfen die noch wieder runter und spielen, ne? Aber wir gucken mal, was wir vielleicht zusammen spielen können. Und ihr seid schon wieder unscharf, deswegen höre ich jetzt einfach auf. So, der Ben ist ein bisschen traurig, ne? Und wird ein bisschen müde langsam. Das ist übrigens sein Matschauge, ne? Muss ich gleich nochmal sauber machen. Aber es geht so langsam, er mag diese Augentropfen halt nicht. Wir sind gerade im Kinderzimmer und spielen Duplo. Ich habe eine coole Garage gebaut. Ich spiele Lego. Mia ist noch im Nachthemd, aber die spielt Lego. Guck mal, das baut Mia gerade auf. Das hat sie ja zu Weihnachten bekommen. Ne, Elsa. Und genau, wir spielen jetzt, aber Ben wird so langsam, aber sicher nölig, obwohl es erst 10:30 ist. Das ist ein bisschen früh eigentlich, er hat doch so lange geschlafen. Aber ich glaube, der ist einfach auch ein bisschen matschig. Oh, so von... Mama, ich muss dir was zeigen. Du musst mir was zeigen? Was musst du mir zeigen? Da kann man sich hinsetzen und da kann man dich hinlegen. Oh, toll. Ja, dein Autospielzeug, ne? Dein Tutut. Den hat er ja auch bekommen. Das ist ein Tutut-Motorrad. Ich bin ein cooles Motorrad. Yeah. Ich kann durch enge Straßen fahren. Mhm. Genau, wir spielen jetzt hier noch eine Runde, bis Ben dann endgültig müde wird und dann schauen wir mal weiter. Nicht wehtun, was machst du da? Nicht dir wehtun. Deswegen hat er nicht aufgeheult. Ben heult, weil er sich selber wehtut. So, wir haben es jetzt ungefähr 14:45. Mia, zeige ich euch mal, spielt jetzt Duplo auf dem Bett bei uns. Genau, ja, die Tüte kann ich ja schon wegpacken. Ben liegt auch schon eine ganze Zeit im Bett. Ich glaube, ich habe um 23:30 ungefähr ins Bett gebracht. Aber der hat erst um, weiß ich nicht, 23:45 oder so geschlafen. Der bleibt jetzt auch noch ein bisschen im Bett, bis er halt mir aufwacht. Ich hoffe mal, dass er heute lange schläft, weil er irgendwie die letzten Tage immer so schlecht geschlafen hat und mit seinem Matschauge da. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Muss ich natürlich leise machen, dass Ben nicht aufwacht. Ich weiß auch nicht, ob ich saugen soll. Ich glaube, ich versuche zu saugen. So laut ist der Staubsauger ja nicht der neue. Und dann räume ich hier so ein bisschen auf und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir heute zu Ikea fahren. Mia möchte unbedingt einen Hotdog essen und möchte da in dem Smallland spielen und ja, deswegen will ich hier schon mal aufräumen. Smallland, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Deswegen will ich hier schon ein bisschen aufräumen, dass wir dann nachher... Auf jeden Fall
Wir, warte mal, vor allen Dingen wir, ich hoffe, dass Koya dann aufbaut. Genau, dass wir das ein bisschen aufgeräumt haben und ja, jetzt wollte Mia auch noch was sagen. Warte mal, warte. Ich weiß, wie das heißt. Wie denn? Bälleparadies. Bälleparadies? Ja. Ja? So. Auf jeden Fall mit Paradies. So, wir räumen jetzt auf. Also ich räume auf, Mia, guck zu. So, gesaugt habe ich jetzt. Also der Fußboden ist wieder okay. Ich muss nachher nochmal wischen. Aber ich wollte euch nochmal... Hier, könnt ihr mal sehen, wie dreckig wir sind. Es ist alles voller Staub. Ich wollte damals diesen, Tisch gar nicht hier haben, diesen Fernsehtisch, weil ich gesagt habe, der staubt zu sehr ein. Der ist übrigens auch von Ikea. Koya hat mir dann versprochen, dass er immer Staub wischt. Hat er natürlich nie gemacht. Oh, ich müsste vielleicht das Ding mal ausmachen. Das läuft noch, ne? Hallo? Ja, vor Gott sei Dank geht es aus. Genau. Hier muss ich gleich einmal Staub wischen unten. Und dann möchte ich hier hinten auch mal so ein bisschen Staub wischen und aufräumen und den Kabelsalat so ein bisschen wegmachen, weil ja hier dann quasi an diese Wand diese Kallax-Regale kommen sollen. Und da hinten so ein bisschen Spinnenweben und so. Hier werde ich dann gleich auch nochmal saugen. Hier ist übrigens meine Softbox. Deswegen habe ich den Staubsauger dann noch stehen gelassen. Ich wollte euch nochmal sagen, guck mal, wie dreckig. Wir haben uns jetzt fertig gemacht, angezogen und waren auch schon tanken. Wir waren auch schon bei Rossmann. Da wir stehen nämlich gerade hier auf dem Parkplatz, haben uns jetzt mit Getränken eingedeckt. Was trinkst du mir? Zeig mal. Wolwig Apfel, das wollte ich unbedingt mal probieren. Und ich trinke Wolwig Tee mit Pfirsich, genau. Ja, und das Ben knabbert da hinten eine Maisstange. Wo habe ich die anderen? Hier habe ich die anderen. Ja, und das... Willst du auch eine? Und das hier habe ich nicht probiert. Und das mag. Und das. Mama hat gesagt, das mag ich nicht. Aber das schmeckt wie ein Lolli. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob sie es mag. Wir haben jetzt eine Bibi und Tina CD hier drin. Die hören wir gleich. Dann fahren wir, und dann fahren wir wohin? Zur Ikea. Genau. Und ich denke mal, dass wir vorher Papa von der Arbeit abholen, weil das ist ja da in der Nähe. Und dann zusammen dahin fahren, mal schauen. Wir haben es jetzt 16.36 Uhr, um 17 Uhr hat der Feierabend, also kommen wir quasi da an, wenn er Feierabend hat. Und wir sehen uns bei Ikea. Mama. So, wir sind jetzt ganz hektisch durch Ikea durchgegangen. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Jetzt stehen wir hier gerade an der Truhe und eine Zuschauerin von mir hat mir gesagt, dass sie an Silvester Hotdogs ist von Ikea. Und ich dachte mir, das ist vielleicht eine gute Idee. Und ich packe jetzt gleich mal so eine Packung. Ich weiß nicht genau, ob da noch genug ist, ob wir noch genug Würstchen und sowas haben. Suche ich mal, Koya bringt gerade die Sachen ins Auto und dann wird erstmal Hotdog gegessen. Aber. Mama, das ist so kurz. Was war so kurz? Als wir bei Ikea. Wir waren heute relativ schnell bei Ikea, aber es ist jetzt im Moment 18.30 Uhr, das geht. Wir essen jetzt gleich noch Hotdog und dann geht's ins Bett. Und ich bin schon wieder unscharf. Kaum zu Hause angekommen, wird hier gleich ausgeräumt. Ich habe schon Heu gedreht. Koya baut die Sachen auf. Ja, und Ben hilft auch fleißig mit, ne? Kleiner Mann? Ja. Ja? Ist eigentlich schon spät. Eigentlich müsste er schon ins Bett, aber er will noch ein bisschen Papa-Zeit. Was? Eine Schale? Koya will eine kleine Schale haben. Schauen wir nochmal in den Schrank rein, ob wir eine kleine Schale für ihn haben. Ja. Reicht dir die? So, Papa baut weiter auf. Und Mia, was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Ins Bett gehen. Mano. Nein, wir gucken mal, was wir machen. Ich habe übrigens hinten ja schon alles leer geräumt und so. Und ja, deswegen muss das heute noch aufgebaut werden. Yeah! So, die Qualität ist zwar schlecht wegen dem Licht, aber so sieht es aus. Ich muss mal kurz die Palme hier noch ein bisschen wegmachen. Die Kabel haben wir jetzt leider noch nicht sortiert. Keine Ahnung, aber... So sieht es erstmal aus im Dunkeln. Da fehlt noch einer, den hatten sie irgendwie nicht. Wir haben uns das auch erst anders vorgestellt, aber ich finde das so ganz cool, auch mit den schwarzen Kisten. Und wir stellen jetzt einfach die Palme so wieder vor. So wird das dann quasi aussehen und man sieht gar nicht, dass da hinten was ist. Also ich finde nicht, dass das großartig auffällt. Wir haben den Fernseher wirklich nur minimal ein bisschen nach vorne gezogen. Und ich finde, das sieht man kaum. Und dann haben wir ein paar... Kisten, wo wir noch was reinpacken können. Und der Aufbau von diesen Pappkisten, der war übrigens richtig einfach. Ja, also mir gefällt das ganz gut. Ich frage mich, warum wir da nicht schon vorher drauf gekommen sind. Finde ich jedenfalls richtig cool, die Idee. Heute beschäftige ich mich nicht mehr damit. Ja, die Dinger, das brauche ich auch noch. Die brauchst du? Ja, weil da sind, mach mal einen auf. Das sind solche Dinger, wo man so Zettel reinmachen kann. So, die kann man draufkleben.
Und da ist nämlich die Größe. Seht ihr das? So groß ist dann der Zettel, das kann man also da aufschneiden. Reicht einer oder willst du alle? Ich möchte alle. Genau, kannst auf meinen Schreibtisch legen. Genau, das werde ich aber morgen machen, damit werde ich mich morgen beschäftigen, weil wir haben es jetzt schon kurz vor 9 und die Kinder sind gerade ins Bett gegangen und jetzt haben wir eigentlich auch Feierabend. Eigentlich dachte ich, ich gehe noch in die Badewanne, aber habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr zu. Ja, ich denke mal, dass wir uns einfach gleich ins Bett legen werden, noch was essen werden vielleicht, ne? Ich habe ja eigentlich auch noch 2 Gänsekeulen. Ja, wahrscheinlich essen wir die so kalt. Also ich wollte eigentlich Nudeln dazu machen und irgendeine Soße, aber da habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr zu. Essen wir die wohl kalt und ja, Ikea ist immer sehr anstrengend, sehr voll und so, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Immerhin haben wir auch unser Essen jetzt für Silvester. Wir wussten ja die ganze Zeit nicht, was wir essen sollen. Und ich finde, Hotdog ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich meine, wir haben 32 Hotdogs. Da werden wir, glaube ich, lange... Was ist jetzt los? Was passiert? Ich wollte was aufheben. Und dann? Ja, dann bin ich mit dem Fingernagel das Herz ausgeben und hab mir das hier, was jetzt runtergefallen ist, in den Fingernagel gezogen. Aua. Das fühlt sich so schön. Was soll ich jetzt sagen? Genau, wir haben 32 Hotdogs. Haben ordentlich was zu essen. Da können wir den ersten Tag, auch noch, also ersten Weihnachtsfeiertag auch noch was von essen. Und ja. Genau, wir werden uns jetzt, glaube ich... Ach, wir müssen noch gucken, ob die Softbox da hinten, ob die noch hinter dem Fernseher passt, weil die war ja auch noch hinter dem Fernseher. Oder ich überlege gerade, ob du die da hinpacken sollst oder noch nicht, weil ich ja morgen die ganzen Kisten aussortiere. Einsortiere. Macht keinen Sinn. Nee, macht auch keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich quasi in diesen Schränken, die haben wir übrigens auch von Ikea, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, in diesen Schränken sind einmal so Teelichter drin und so ein bisschen Deko-Zeug, das brauche ich eigentlich auch nicht davon, das brauche ich, Teelichter brauche ich, weiß ich nicht, einmal im Jahr gefühlt. Und daneben haben wir noch Bilderrahmen und Bilder und so und die braucht man eigentlich auch nicht. Und dann habe ich nämlich hier vorne die beiden Schränke wieder frei für andere Sachen, die dann nach vorne kommen können. Vielleicht sogar, also hier zum Beispiel meine Auflaufform und sowas, die könnte ich dann aus dem Raum dahin packen können, damit das im Raum ein bisschen leerer wird. Ne? Also ja, wir verteilen einfach nur. Genau. So sieht es momentan aus. Oder die Carrera-Rennbahn, weil wenn wir die, weiß nicht, die wollen wir nämlich nicht die ganze, das war mich so unscharf, die wollen wir nicht die ganze Zeit hier liegen oder stehen lassen, sondern die wollen wir mal abbauen, dass Mia wieder und dann irgendwann so nach einem Monat wieder aufbauen, dann hat sie wieder Interesse dran, wisst ihr, was ich meine, dass man sie nicht immer so mit diesem ganzen Spielzeug überflutet. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute von euch. Ich habe die Tische auch noch in Nuss stehen. Ich wollte mich eigentlich noch wischen. Auch keine Lust mehr. Also wir verabschieden uns von euch und ja, sehen uns morgen früh wieder. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Und dann können wir ja zusammen mal schauen, was wir da in die Kisten alles so reinmachen. Ich bin gespannt. Also, bis morgen. Tschüss.